Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit dem Thema, wie man sich einfach einen Freundeskreis aufbaut. Dazu drei Tipps. Ich wurde in den Kommentaren gefragt, wie man sich einen großen Freundeskreis aufbaut, wie man Freunde gewinnt. Und das ist ein wichtiges Thema, weil wir ja hier auch immer wieder darüber reden, dass du als Mann dein komplettes Leben betrachten sollst, wenn du besser mit Frauen werden willst. Das ist nichts Isoliertes. Wenn du Frauen dafür nutzen willst, damit es dir besser geht, funktioniert das nicht. Deswegen musst du immer schauen, wie sind die anderen Bereiche. Und der Bereich Freunde, der soziale Bereich, ist unglaublich wichtig. Denn wenn du einen großen Freundeskreis hast, wenn du viele Leute kennst, dann profitierst du enorm davon, wenn es ums Thema Flirten und Frauen geht. Denn wenn du Frauen in einen Freundeskreis mitnehmen kannst, den du kennst, in einen großen Freundeskreis, wenn sie durch dich viele neue interessante Leute kennenlernen kann, neue Dinge erlebt, dann wird sie natürlich gerne mit dir Zeit verbringen, dann ist das etwas sehr Anziehendes. Deswegen ist das Thema Freundeskreis, Freundegewinn wichtig, nicht nur isoliert an sich, sondern gerade auch in Verbindung mit dem Frauenthema. Also drei Tipps, wie du deinen Freundeskreis aufbauen kannst, wie du mehr Freunde gewinnen kannst. Der erste Tipp, die wichtigste Sache, und da kann ich immer nur wieder das Buch How to Win Friends and Influence People tatsächlich empfehlen von Dale Carnegie oder auf Deutsch, wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst. Ich setze mal einen Link in der Beschreibung. Das Buch würde ich auf jeden Fall generell mal empfehlen zu diesem Thema im Gesamt, weil da stehen super viele sinnvolle Dinge drin. Eine Sache daraus mal herausgepickt, und das ist meiner Erfahrung nach eine der wichtigsten Sachen. Ganz viele Menschen, Männer vor allem, können das irgendwie nicht. Wenn du neue Leute kennenlernst, red über die Leute. Red nicht die ganze Zeit über dich, sondern frag die Leute viel über sich. Schau, wo hat diese Person Interessen, worüber redet diese Person gerne. Nicht, um sie irgendwie zu manipulieren, dein Freund zu werden, aber weil es viel spannender ist, wenn du andere Leute nach ihren Geschichten fragst. Wenn du von anderen Leuten Dinge erfährst, weil deine eigenen Geschichten hast du schon tausendmal erzählt und jeder redet gerne über sich selbst, jeder redet gerne über seine eigenen Leidenschaften. Wenn du es dir zur Gewohnheit machen kannst, den Fokus auf andere Leute zu legen, über andere Leute zu reden, andere Leute reden zu lassen, andere Leute über die Dinge reden zu lassen, die sie begeistern, dann sind die Leute ganz automatisch auch von dir begeistert. Dann denken die sich, wow, war das ein geiles Gespräch. Du selbst hast vielleicht aber gar nicht viel geredet, sondern hast nur die andere Person reden lassen. Und das ist ganz wichtig. Andere Personen reden lassen. Wenn du andere Personen kennenlernst, Fokus auf diese anderen Personen. Interessier dich für die. Es gibt Leute, die neue Leute kennen und fangen dann nur an, von sich zu reden und wundern sich dann, warum das mit dem Freundeskreisaufbau nicht funktioniert. Das ist der erste Tipp und die wichtigste Sache. Ohne diese Basis funktioniert das nicht wirklich. Denn ja, du könntest auch extrem krass auftreten und der Strahlemann sein und der Entertainer sein. Nur kannst du das halt nicht auf Dauer. Das ist nicht nachhaltig. Das könntest du am Anfang machen, um sozusagen die Aufmerksamkeit zu bekommen von neuen Leuten. Du solltest dann aber trotzdem dazu übergehen, über diese Leute zu reden, weniger über dich. Die zweite Sache, die du machen solltest, ist, und das habe ich schon mal in Videos erwähnt, sei der Organisierer. Sei die Person, die Dinge organisiert. Volleyball spielen, zusammen eine Wanderung machen, zusammen einen Film gucken, einen Kochabend machen, in den Club gehen, eine Reise machen, einen Urlaub machen. Sei die Person, die diese Dinge organisiert. Denn wenn du die Person bist, die diese Dinge organisiert, dann bist du automatisch auch so ein bisschen der Führer der Gruppe und dann ist das sozusagen auch deine Gruppe so ein bisschen. Das ist die Gruppe, die du führst, die Gruppe, für die du Sachen organisierst. Und das macht dich für die Leute dieser Gruppe unverzichtbar. Ja, jemand, der sich nicht darum kümmert, der kaum daran teilnimmt, der auch kaum vielleicht redet, der ist relativ verzichtbar, aber jemand, der alles organisiert, ist unverzichtbar für die Leute und dadurch sicherst du sozusagen die Leute auch in deiner Umgebung und sorgst dafür, dass diese Freundschaften auch auf lange Sicht gesehen besser werden können und stärker werden. Zusätzlich ist es so, wenn du der Organisierer bist und viele Sachen organisierst, dann wird die Freundschaft natürlich schneller enger werden. Also wenn ihr viel zusammen macht, wenn ihr auf Reisen geht, wenn ihr Dinge unternehmt, dann werden die Freundschaften, die da entstehen, natürlich auch viel schneller, viel fester. Na, und dann ist das Ganze nochmal viel sicherer. Denn es geht ja nicht nur darum, viele Freunde zu bekommen, sondern es geht ja auch vor allem darum, gute Freunde und vor allem auf nachhaltiger Basis zu bekommen, sodass du einfach einen schönen Sozialkreis in deinem Leben hast, viele Freunde, viele gute Bekannte, mit denen du einfach dich austauschen kannst. Und ja, das ist eine enorme Lebensqualität, die da mitkommt und eben
das habe ich eben schon mal gesagt, enorm hilfreich, auch wenn du Frauen dann mitnehmen kannst in diese Gruppen. Deswegen sei der Organisierer, sei der Führer. Und der tolle Punkt ist, wenn du dann Sachen organisierst und vielleicht auch mal Leute von außerhalb einlädst zu diesen Dingen, die du machst, dann wirst du auch von diesen Leuten von außerhalb dann zurück eingeladen und lernst da wieder neue Leute kennen. Das ist irgendwann wie so ein, ja, so wenn du so eine Zündschnur anzündest und dann geht die einfach von alleine weiter und irgendwann explodiert es halt und du hast mehr Freunde, als du schauen kannst. Und die dritte Sache ist, wenn du jetzt am Anfang stehst, denn das sind ja viele Leute, die wahrscheinlich diese Fragen im Kopf haben, wie kann ich mehr Freunde gewinnen, dann kann ich dir nur empfehlen, dich mal zum Beispiel auf der Plattform meetup.com umzuschauen. Bei meetup.com findest du in deiner Umgebung zu allen möglichen Dingen, also zu allen möglichen Interessensgebieten, Gruppen von Leuten, die was zusammen machen, zum Beispiel Volleyball spielen oder Yoga oder irgendeine Sportart. Business gibt es auch, es gibt einfach alles, Kochen, Stricken, es gibt da einfach alles, was du dir vorstellen kannst. Meetup.com, da kannst du mal vorbeischauen, gerade in etwas größeren Städten, 100.000 plus, denke ich, ist da einiges unterwegs. Wenn es jetzt ein bisschen kleiner ist, dann vielleicht ein bisschen schlechter, weil Meetup auch eine englische Plattform auch viel ist. Und da kannst du unglaublich gut so eine Basis schaffen, um Leute kennenzulernen. Oder du gehst in einen Verein, wenn du gar keinen Verein angehörst. Du gehst in einen Verein. Ich habe gestern schon mal erwähnt im Video Karate, Dojo, Fitnessclub. Dort kannst du Leute kennenlernen. Kirche würde auch gehen, wenn du religiös bist. Das ist auch eine Möglichkeit. Werde Mitglied eines Vereins und dann kannst du dort sozusagen deine Grundlage aufbauen, wenn du jetzt wirklich gar nichts hast. Also die meisten Leute lernen ja durch das Studium oder durch den Beruf schon automatisch Leute kennen. Wenn du aber die komplette Grundlage fehlt, dann empfehle ich dir Dinge wie meetup.com oder allgemein Vereine oder Gruppen so als Grundlage für die Strategien, die ich dir dann eben noch erklärt habe. Freundeskreis aufbauen, Freunde finden ist kein Übernacht-Fingerschnips-Prozess, sondern eher ein langer Prozess. Gerade wenn es darum geht, dass es gute Freundschaften werden, dauert das einfach ein bisschen. Deswegen habt da auch Geduld. Aber wie ich schon in dem Video von gestern gesagt habe, in einem Jahr kannst du an einem unglaublichen Punkt stehen und das bezieht sich auch auf dieses Freundesthema. In einem Jahr kannst du einen unglaublich großen Freundeskreis haben. Ich habe einen Kumpel von mir, der ist Meister darin, der schafft es immer, sich in kürzester Zeit riesige Freundeskreise aufzubauen und die dann auch so ein bisschen zu leiten. Der braucht da nicht lange für, der ist dann mal 3-4 Monate ein bisschen öfter unterwegs, mal Nachtleben, mal hier bei einer Veranstaltung, mal hier und schon hat er einen riesigen Freundeskreis gebildet und er ist einfach Meister darin. Das kannst du auch, wenn du es übst, wenn du es angehst. Also diese drei Tipps, die ich dir mitgegeben habe, wenn du die anwendest, sollte es dazu führen, dass du einen großen Freundeskreis hast und da kannst du dann auch deine Frauen mit reinnehmen, das ist sehr von Vorteil, denn dann sehen sie, wow, der hat viele Freunde, das ist ein sozialer Mensch und das ist sehr attraktiv. Geil, dass du dabei warst heute. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben, wenn du dieses Jahr zum erfolgreichsten Jahr mit Frauen deines Lebens machen möchtest und alle Jahre, die dann folgen, wenn du eine Freundin finden möchtest, wenn du viele Frauen kennenlernen willst, wenn du mit Frauen schlafen willst. Hier unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Und rechts in der Ecke geht's zu dem Video von vorgestern, das ich dir unbedingt empfehle. Wenn du es noch nicht gesehen hast, schau das Video. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.